Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wir stehen hier noch bei Nürnberg und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Externe Aufträge und es geht fast eindeutig nach Napoli mit einer Asphaltfräse AM0880. 1334 Kilometer, ungefähr 2 Stunden Zeitfahrt, weil wir noch bei Nürnberg reinfahren. Wir fahren nördlich von Nürnberg von Sandbuilders nach Logistica. Das wäre nach TE Logistica. Dann sind wir auch wieder in Italien. Da haben wir erstmal einen ordentlichen Weg vor uns. Würde ich sagen, fahren wir mal fort. Lass uns loslegen. Tonnen Gesamtgewicht. Das Ganze, oh, wir müssen auch drehen. Super. Macht das Sinn oder macht das mehr so Sinn? Ich bin unschlüssig. Bevor wir mit dem Navi 200 Kilometer erstmal leer fahren. Jetzt zumindest auch eine Pötte, weil wir nichts zu ziehen haben. Aber nochmal, ja, ne? Wird auch spaßig dann in Italien. Das war ja, glaube ich, ja, nur bei Abfahrten, ne? Wenn man von der Autobahn runterfährt auf Landstraße, dass man da eine Maut hat. Meine, ich bin direkt in Sinne gerade. Einfach unverbesserlich. Ich nenne es einfach nicht. Also ich nicht allzu stark mit dem Retarder bzw. mit der die Cruise Control runterstellen sollte. Lieber 10 Kilometer pro Stunde, noch nicht direkt 20. Wenn ich das in ATS machen würde, wäre es kein Problem. Da haben wir zumindest die Kohle dafür, aber hier haben wir ja eigentlich immer das Geld dafür. Ich habe mittlerweile auch hier die Einstellungen angepasst, also die sind jetzt hier in ATS 2 identisch wie mit ATS, allerdings, wenn ich mich recht entsinne, also das ist auch mittlerweile wieder, boah, knappe Woche her. Das ist eine Woche, ich glaube schon. Vielleicht ein bisschen weniger. Deswegen, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ob das, also ich meine mich erinnern zu können, dass es irgendwie minimal war, also dass ich nicht wirklich große Unterschiede hatte. Also mit nicht großen Unterschieden meine ich unter 5%. Bitte rechts halten. Von da schauen wir mal. Ja, 10 Kilometer pro Stunde sind in Ordnung. Wahrscheinlich 15 ist nur so eine schwierige Phase, aber 20 Kilometer pro Stunde ist dann too much. Bitte links halten.
können wir einfach nur darauf hoffen, dass die Fahrer mit ein bisschen mehr Kohle reinholt, werden wir irgendwie alles kaputt machen. 187.000 haben wir, aber knapp 188.000. Ich gehe mal davon aus, je nachdem. Na gut, wir haben jetzt gleich nochmal. Wir haben gleich 12 Uhr, das heißt, es wird immer Kohle abgezogen. Ich kriege wie viel? 5.888 oder so. Also sind wir wahrscheinlich so bei 180.000, also gehe ich mal von aus, dass wenn wir dann abgeliefert haben und die 56.000 bekommen, dürften wir so um die 236 auf dem Konto haben. Also 1.000. Aber nee, schade, waren wir schon lange nicht mehr, ne? Also. Im Grunde das letzte Mal, weil es, ne, eigentlich immer nur dann, wenn irgendwie wieder eventmäßig was war und man dann halt da in der Garage gespawnt ist. Mit neuem LKW und so. Das ist ja auch schon wieder etwas her. Und wir müssen ja eigentlich auch tanken, ne? Gut, wir fahren hier an dem Ort wahrscheinlich nochmal vorbei. Kommen wir, glaube ich, hin, ne? Also wenn ich mal schaue, wobei wir fahren hier wahrscheinlich lang, wo wir hier tanken. Wir fahren wahrscheinlich R9 runter in München, I guess. Oder wir fahren die R7 runter, das kann natürlich auch sein. Wenn wir die R7 runterfahren, könnte das ein bisschen brenzlig werden. Hm, weiß ich nicht. Welcher Weg wäre das denn? Ja doch, ich glaube eher hier München und dann nach Innsbruck. Können wir tanken, wenn wir die Asphaltfräsmaschine. Okay, aber nur die Asphaltfräse. Maschine passt ja auch. Wenn wir hier hinten drauf haben. Da gehen die. Okay. Da gehen die 6K auch knapp runter. Machen wir es mal so. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Spannend. Die Ausfahrt rechts? Ja, ganz rechts, ne? Ja. Nee, nicht ganz rechts. Ah, okay. Ich verstehe. War jetzt auf dem Navi jetzt nicht ganz ersichtlich. Deswegen dachte ich, ich muss mich rechts halten. Und weil es so schön war, fahren wir nochmal durch Nürnberg durch. Glaube ich zumindest. Fährt nicht ganz durch. Na doch. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ein guter Zeitpunkt, dass die Nase kitzelt. Genießen muss. Nee, okay, nicht.
Wir schon mal sicher 260. Na, nee, okay, noch nicht. Bitte links halten. Kann noch ein bisschen hoch. Wir feiern prinzipiell noch die Schnellstraße weiter. Ja, ich bin langsam dabei abzubremsen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir auch abbremsen können. Okay, wir haben abbremsen sollen. Bei den Lags. Kurve sah mir aber doch noch zu gut aus. Ich merke schon. Geh gut los. Links halten und dann links abbiegen. Ach so, geht zwei Spuren. Ich dachte nicht. Biege nach gar nicht, warum das eine Einbahnstraße war. Rechts immer wieder schön mit den Straßenbahnen. Rechts also, selbst wenn es nur die Straßenbahnschienen sind. Sehr gut. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wenn wir jetzt hier eine Ampel, können wir uns das Ganze nicht mal anschauen, wenn wir schon mal hier sind. Stadtzentrum von Nürnberg. Schön mit den Leuten auf der Terrasse und im Turm. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Und dann die Asphaltfräse. Glaube ich mal eine Ehrenrunde. Anders bleibt es nicht übrig, auch wenn es dann echt eng wird mit meiner Tieflader. Fertig zum Losfahren. Ja, das muss passen. Weil wir länger sind als der Tieflader. Deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es erstmal geht, wo wir gerade dabei sind. Okay, wir fahren, ja, wie bereits vermutet, die A9 runter nach München. Dann gewechseln wir auf die A99 für einen kurzen Moment. Dann geht es runter auf die A93, die dann zur A12 wird, wenn wir dann nach Österreich fahren. Dann geht es nach Innsbruck. Dann wechseln wir bei Innsbruck auf die A13. Dann geht es nach Italien auf die A22. An Verona vorbei, an Susara vorbei, und wechseln wir auf die
1, dann haben wir da, glaube ich, haben wir da eine Maut? Ne, aber nicht. Fahren wir die A1 runter an Florenz vorbei, an Rom vorbei. Bei Rom wechseln wir dann auf die A90, beziehungsweise, ja doch, wir wechseln auf die A90. Oder wird es einfach nur zu A90? Ich glaube, sie wird nur zu A90. Und nach Rom gehen wir dann, fahren wir dann weiter auf der 1. Nach Neapel. So, dann mache ich das an, oder? Nochmal gegenchecken. Oder auch nicht, ja. Erstmal gegen die Tonne gelingt. Ich muss halt dran denken, dass der Trailer mitdenkt. Vor allem bei solchen 90 Grad Kurven. Biege nach rechts ab. Noch schön extra weit ausholen jetzt. Hätte ich sowieso gemacht eigentlich, aber jetzt wo wir sowieso so wenig Platz rechts unten haben, ist das dann nochmal relevanter. Biege nach rechts ab. Schön, haben wir den Bahnhof. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ja, haben wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Keine Ehrenrunde. Immer geradeaus. Hier noch nicht. Erst da hinten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich merke schon, also nach München wird es wahrscheinlich, ne, bis wir in Italien sind, wird es echt unangenehm langsam. Das ist ja doch 44 Tonnen. Ich weiß ja nicht, aber ich meine eigentlich, dass ich das Beste drin habe, was geht. Vielleicht habe ich auch nur das Beste drin, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte, aber... Weiß ich nicht. Ob wir hier noch mehr Power reinbekommen würden. Demnächst rechts abbiegen. Höchstens was die Verteilung betrifft, der Kraft. Biege nach rechts ab. Wir links halten. Einfach mal bei den 47. Immer
aus. Links halten und dann links abbiegen. Was ich auch noch angepasst habe, die Bremse. Ich glaube, die habe ich jetzt auch ein bisschen stärker gemacht. Bin aber unsicher. Also ich habe aber wie gesagt Stärke und biege nach links ab. Und was die Stabilitäten betrifft, habe ich es angepasst. Hä, war sie grün? Das werde ich gerne beim Meditieren sehen. Ich dachte, das wäre grün gewesen. Ansonsten wäre ich ja nicht gefahren. Aber naja, gut. Wahrscheinlich falsch geschaut. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Dann bleiben wir bei den 60. Und mir ist nach. Biege nach rechts ab. Links, glaube ich, halten, ja. Na, muss ich nicht mehr. Muss ich? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Immer 55 oder 50. Safety first mit der Asphaltfräse. Bitte links halten. War nicht verkehrt, denn die Asphaltfräse, die drückt. Oder links halten. Mein Gott. Schon sagen, können wir wieder stark beschleunigen, aber so richtig stark auf ja nicht. Ich meine, wir können es probieren, aber es wird gleich eh wieder runter auf die rechts halten. Meint. Biege nach rechts ab. Links halten. Und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links. Ist ja auch spannend, dass es jetzt hier nicht so gerade ist, sondern so kurvenreich die Abfahrt hier. So, ab Richtung Berlin scheinbar. Und auf 40 bin ich jetzt mal gegangen. Nur den Außenspiegel mit im Blick, da haben wir bei den hinteren Teil des Trailers auch noch im Auge haben. Sehr gut. Dann können wir zumindest mal ein bisschen beschleunigen, aber wir sind ja auch noch nicht wirklich durch. Aber ja, es wird es ist eine längere Fahrt und es wird auch noch länger dauern. Also wir werden wahrscheinlich fast 2 Tage fahren. Gehen wir von aus. Denn wie man sieht, wir sind immer noch bei 40. Ah, 15 runtergehen ist
grenzwertig, würde ich sagen. Kann man machen und sollte man aber nicht unbedingt. In diesem Fall jetzt eigentlich, gut, hätte auch 10 Kilometer schon, wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen brenzlig gewesen, einfach weil ich tanken muss. Bitte links halten. Einfach weil wir unser Gewicht der Fracht uns halt komplett mitgedrückt hat. Neu berechnen. Immer geradeaus. Wo haben wir mehr Platz, links oder rechts? Na, ich würde sagen links. Ist mir gerade lieber. €1,79 pro Liter tanken wir mal voll. Ja, und dann tanken wir für 917 Euro tanken wir 512 Liter. Dass die immer hupen muss, wenn man hier in der Tank in der Zapfsäule steht, ne? Das ist auch schon. Okay, lass uns bisschen asozial. Biege nach rechts ab. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Sehr gut. Vielleicht auch mal, dass wir dann in Österreich uns dann aufs Ohr hauen müssen. Wahrscheinlich kurz vorm Gipfel. Aber das werden wir dann sehen. Denn wieso ist es nicht? Ich könnte es mir gut vorstellen. Wir sind ja schon ja, halb müde. Halb wach, halb müde. Und wir sind noch nicht mal bei München. Darf man auch nicht vergessen. Kann aber auch sein, dass wir jetzt auch wieder ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen Zeit wieder gut machen, wenn es zumindest bergab geht, ne? Muss man ja auch mal sagen. Sobald es bergauf geht, verlieren wir die Zeit wieder. Aber wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Allerdings sollten wir unser Glück nicht herausfordern. Und vielleicht dann bergab dann doch eher nur. Ich tippe mal schnell auf 60 oder so, damit wir vielleicht noch runtergebumst werden. Stunde, sie schwinden dahin. Schauen, wie viele LKWs uns auf dieser Fahrt im LKW Überholverbot überholen. Üben kann man sie hier nicht, dass sie das Risiko eingehen.
mal gerade schauen. 6 Stunden. 5 Stunden im Grunde genommen. Sind es noch 12 Stunden? Ja, vielleicht ist. Hauen wir uns auch dreimal aus, oder? Je nachdem, wie uns jetzt Österreich Zeit nimmt. Oder gibt. Aktuell sieht es dann ja doch schon gerade eher danach aus, dass wir dann kurz vor Neapel, 2 Stunden vor Neapel oder sowas, wir das auch müssen. Aber schauen wir mal, wir sind scheinbar jetzt gerade bei München. Oder sind wir schon an München vorbei? Ne, wir sind und wir kommen gerade erstmal nach München. Ah, ne, gut. Nevermind. Weiterbleiben. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Kommen wir unter 70. Nimm die Ausfahrt rechts. Und auf 60. Immer geradeaus. Und gehen dann gleich runter auf 50. Bitte rechts halten. Und dann wechseln wir bei der Allianz Arena. Die Autobahn. Bitte links halten. Bei Nacht wird das Ganze nochmal deutlich imposanter. Aber man kann ja nicht alles haben. Jetzt wir links halten, ja, ab nach Innsbruck und Salzburg. Warten wir mal, bis wir überholt wurden. Oder nicht? Bitte links halten. Manchmal muss man auch nehmen, was im Angebot wird, aber. Bin aber echt gespannt, wie viel Sprit wir jetzt verbrauchen. Das können ja auch eine Menge sein. Treffe ich jetzt? Oh. Naja. Ja, getroffen und abgelenkt. Weil ich gucken wollte, wo die Flasche landet. Gut, nicht auf der Fracht. Also, wie gesagt, solche Sachen passieren halt nur auf einem Profil, wo man nicht Kohle hat. Und nicht so viel Kohle wie auf dem anderen Profil. Weil im Grunde genommen haben wir die Kohle ja auch gar nicht mehr. Wir werfen ja die 300.000 nochmal, oder die 400.000, die ich mir jetzt gerade erfahren will. Ne?
Quanten zum Fenster raus, dann wir den Schwacki restaurieren. Ich meinte, es ist nicht sonderlich hilfreich, wenn ich jetzt hier... Weiß ich nicht. Von den 56.000, die wir vielleicht noch bekommen. Oder weniger. Wenn ich davon jetzt dann wieder, wenn wir dann in Neapel sind, dass ich dann da, sofern es in der Werkstatt gibt, dass ich dann da wieder 12.000 ausgebe zum Reparieren. Der Karosserie und ähnliches. Wirft man die Flasche weg, schaut, wo es landet, sieht, dass es runterrollt, guckt nochmal hin und Stau. Mit den Bergen, das ist schon jedes Mal wieder nice. Super. Fängt es auch noch an zu regnen. Nasse Straßen kann ich mit dieser Fahrt auch gebrauchen. Das nächste, was ich auch mit trockener Fahrbahn Stau in der Rase und auch mich seitwärts lege. Beginnt wieder der Teil der Trance im Regen. Ich kann an den Fluss gar nicht erinnern. Muss aber auch nichts heißen, denn die Strecke fahre ich ja so gut wie nie. Da bin ich ja so gut wie nie gefahren. Beim Grenze wird es sein. Zur Überprüfung.
jetzt eine Waage aussuchen. Machen wir doch mal. Ist auch nichts anderes übrig, ne? Wir haben nur gerecht hier. Nee. Das ist nur die Waage. Schön, dass man über die Waage drüber fahren kann. Dann für euch kommen wir eine gute Fahrt. Ja, okay. Das war's schon. Auch schön die ganzen Variationen der Wagen. Das klingt jetzt gerade so, als ob es 30 verschiedene Varianten von Wagen gibt. Also von dem Grundprinzip der Wagen. Das ist jetzt auch nicht ganz richtig. Von Italien, das geht auch sehr gut. Klingt so, als ob wir gerade im Norden wären. Bei Flensburg oder so. Und schon, keine Ahnung, Österreich oder Schweiz ausgeschildert werden. Gut, das ist jetzt. Ist ja jetzt auch nicht so überraschend, dass die Teil schon ausgeschlittert ist. Das auch schon ausgeschildert. Weil gut, ist ja auch die nähere Stadt Italien. Bitte links halten. Kurvenlage da vorne nicht so ganz. Bin ich ehrlich. Und aus hätte ich nicht gemusst. Aber ich war mir nicht so sicher.
jetzt noch nicht gesehen, dass es bergauf geht. Also es ist dementsprechend relevant, war das Manöver jetzt. Ich sag ja kurz vom Berg, ne? Müssen wir Maut zahlen, ne? Das wollen wir nicht, aber müssen wir. €50. Wenn wir hier eh schon gerade stehen, können wir mal gucken, wo wir uns hier aufs Ohr hauen. Ja gut, dann würde ich sagen, kurz nachher Tanke dann da. Oder wir überholen, wenn es nicht weitergeht. War klar, dass es genau da weitergeht. Also. Super. Dann fahren wir dann mit trockener Farbe an den Berg wieder runter. Ja, ist ja gut, wir gleich aufs Ohr wieder. Wir sind ins Bett. Können wir nämlich hier nur tanken und schlafen können wir dann ein Stückchen später. Ich dachte sogar, dass wir eigentlich schlafen können beim nächsten Punkt, aber mir war so, dass da gerade eben zumindest auch ein Dings war, ein Viewpoint. Da können wir, glaube ich, auch. Ja, können wir auch. Oder? Ja, können wir auch. Gut, dann fahren wir auch schon hier weiter. Ein bisschen verpasst. Ist ja gut jetzt. Weiß ich doch. Route neu berechnen. Ja, wir müssen hier hin. Ich finde eine neue Route. Wenn er einfach da hingekommt, nehmen wir lieber nicht hin.
immer geradeaus. Ich habe mir noch jemanden hinten genommen. Denn es war ja wieder klar. Probieren wir mal da vorne. Kommen wir da irgendwie rückwärts hin. Irgendwo muss es ja gehen, auch mit so einem langen Trailer. Sonst haben wir ein Problem. So, muss ich jetzt eigentlich wirklich probieren. Ich habe mal die Befürchtung, dass ich es einfach nicht will. Sollen wir die Fracht hier stehen lassen? Ja, bei uns ist ja nichts anderes übrig, ne? Auf geht's. Das ist mal unkommentiert. Neu berechnen. Ich hätte nur auch nur einmal, ne? Okay, wir fahren los. Schaden an der Fracht? Nope. Wir müssen nochmal aus uns das auch an, yep. Schön, weil die ganzen Züge auch über den, oder die Güterzüge hier über den Brenner rasen. Ja. Ab zum Telepass.
Und dann geht's den Berg jetzt runter. Na, aber ich nicht vielleicht 75. Fürs erste. Ja gut. So gut bergab geht's jetzt noch wenig. Okay, ich werde dann nochmal auf das 80 gehen. Weil wir doch gut Geschwindigkeit aufbauen. Mein Gott, ja, wenn du nicht lenkst, ne? Also ich kann auch nur lenken und hoffen, dass gelenkt wird. Also mehr kann ich auch nicht machen. Also echt. Der unnötigste Unfall EU West. Ich lenke und kann dagegen, weil nicht gelenkt wird. Ich würde sagen, da geht der gesamte Profit verloren. Das ist aber jetzt auch ein First. Gut, bei 85% Schaden auf dem Truck brauche ich auch nicht mehr hier den Cruise Control haben. Dafür haben wir eh so viele monofähige Funktionen jetzt. Ich habe eigentlich nicht vorher gehabt, aus diesem Video eine Shorts-Fabrik zu machen, also bin ich ehrlich. Wenn es passiert, passiert's, aber... Ich merke schon, irgendwas ist heute falsch. Hallo? What the f- fuck was that? Einfach fünfmal auf die Bremse drücken, damit er beschleunigen kann. Also so habe ich mir die Fahrt durch Italien ja auch nicht vorgestellt.
Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist super recycelt, das muss auch neu sein. Also in Anführungszeichen neu. Ich sehe es zumindest zum ersten Mal. Ich glaube, mit einem anderen Rechner, mit einem, ja, haben wir es? Danke. Mit dem anderen Rechner weiß ich nicht, was passiert. Da wäre die Eingabe jetzt nicht irgendwie in einem Leck gefallen oder so. Das ist schon angenommen worden. Machst du nix. Es ist halt einfach ein verfluchtes Profil. Links halten. Weil sie nicht links halten, weil wir in Italien sind. Lago di Garda, da sind wir gerade beim Gardasee. Zumindest so nah, dass er ausgeschlittet ist. Muss man mal wieder die Liste mit den Ideen raussuchen. Mir ist jetzt gerade wieder eine für das Duell oder Triell oder whatever bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Terminus Triell überhaupt der richtige war. Ich glaube schon. Ich habe auch ein bisschen nachgeguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der richtige Begriff war oder ob ich es einfach nur so genannt habe.
kann man eigentlich Spezialtransporte machen im Multiplayer von ETS 2 und ATS? Also jetzt nicht von Truckers MP, sondern halt im Multiplayer. Im quasi Vanilla Multiplayer. Ich denke mal nicht. Aber wenn ihr es wisst, sag's gerne. Ist aber jetzt so gerade so im laufenden Gedanken. Dings. In den Sinn gekommen. Ob es das gibt oder nicht. Schaffen wir 100%? Jetzt haben wir gar kein Problem mit der Eingabe, aber im Tunnel halt nicht, ne? Immer dann, wenn es besonders schmerzhaft ist. Kilometer noch mit motormehrfähige Funktion. Was meine Ordnung? Bitte links halten. Eine unbefriedigende Fahrt jetzt. War zuvor schon zufriedenstellend, aber das Blatt hat sich dann ganz schnell gewendet. Auch schon wieder tanken, also das ist echt
wild, wie viel der Aktros schluckt. Dabei ist er schon auf dem sparsamsten, was den Fähigkeiten betrifft. Also. Bruder. Neue Route finden. Ein... Oh, der Motor war schon aus. Ah ne, lassen wir es mal. 1,90 Euro. Ich glaube, sie hat einen Fahrenticket eingebracht. 69 Euro jetzt für 506 Liter. Wenn ich es mal so betrachte, tanken wir ja gleich nochmal. Vor Neapel. Geschwindigkeit wieder noch beim Flöten. Dann wird ganz wieder geil abgezogen. In etwa das, was ihr Fahrer eingefahren hat. Ich weiß ja gar nicht, ob ich irgendwo das Dokument noch mitnehmen habe, aber man muss ja eigentlich mal vielleicht ein Dokument auch anschauen. Lernen jetzt anders übrig, ne? Auf nach Rom, auch schon ausgeschildert. Schon das gut 540 Kilometer noch bis Neapel. Worten eine Menge oder Fehlfunktionen. Und einmal tanken und einmal schlafen.
Mal jetzt gewechselt hat. Ich habe ja kurz gedacht, dass die Fahrbahn sich wieder verengt, aber wirkt die jetzt nicht so. Ein bisschen frühzeitig die Spur gewechselt. Okay, ich wollte sagen, haben wir ja gleich eine Maut, aber wir fahren ja nicht nach Livorno. Wir fahren ja weiter nach Rom. Wir verlassen ja nicht die Autobahn. Neapel ist noch nicht ausgeschildert. Meine Güte. Ist das wieder ein Spaß? Na gut, klar, selber schuld und so, ne, aber. Spaß ist es trotzdem. Mir diese Woche noch an Transportversätze, aber vermutlich eher weniger. Hier weniger. Dabei wäre halt schon eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil dann auch wieder ein bisschen. Ja, okay, never mind. Ich wollte jetzt sagen, mal wieder ein bisschen mehr Platz auf der Platte ist, aber. Das Video wird ja eh dann erst nächste Woche rauskommen.
Ja, aber er ist dann eher irrelevant. Ich kann doch lieber die kleineren Videos besser schmeißen. Denn der Platz, ich weiß echt nicht, wo der Platz hin ist. Habe ich schon wieder Platz gemacht? Der Platz verschwindet wieder. Vor allem vom Gefühl her ist auch gar nicht so viel jetzt neu drauf und das müsste eigentlich mindestens. Boah, ich weiß gar nicht, wie das war, aber als ich angefangen habe, ich war noch 800 GB frei oder so. Das ist mir ganz weird. Teilweise, wo die Gigabytes hin verschwinden. Oh. Wir sind dann auf 90 gekommen. Die Werkstatt wird sich gleich freuen. Das steht schon mal fest. Schön da vorne mit dem TGW. I guess. Ach, TGW. Wow. Forget it. Ich weiß nicht, warum ich gerade gedanklich von mich war. Ob es wegen dem Feld war. Ich weiß nicht, Schnellzug noch mal in Italien. Was Avario oder irgendwie so was? Wahrscheinlich Fretscher Rossa oder so. Das erinnert mich wieder an das eine Transport-Fieber-Projekt. Wo wir Europa und noch Nordafrika hatten. So eine Karte noch mal zu haben, wäre ja auch schon nice. Das war schon cool, so verschiedene Züge halt zu haben, die auch regionenspezifisch sind. Mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Was das betrifft, die auch schon mich rechts dabei behalten können, ne? Weil wir sind in Italien. Also dann finden wir schon wieder das Trick an der Seite. Jetzt haben wir jetzt nochmal schön Maut. Sind gestern ein gutes Stück gefahren. So, warum war mit dem Telepass? Mittig und links. So, um mittig zu bleiben.
Zack, der andere wurde weggedrängt. Man muss jetzt mit Cash zahlen. 129 Euro. Da ist das erste Mal Napoli ausgeschildert. Neapel, 300 Kilometer von Neapel entfernt. Müssen wir jetzt links bleiben? Ich glaube nicht. Bitte links halten. Boah, können wir uns ja schon auf den nächsten Schlafplatz dann wieder hinlegen, ne? Ich bin jetzt, glaube ich, 300 Kilometer gefahren, ne? Also tanken könnte vielleicht sogar hinhauen. Also ich nicht nochmal tanken muss. Das sehen wir dann gleich. Gerade scheinbar bei Rom. Das heißt wahrscheinlich nach Rom, weil dann wir dann schlafen können. Ich muss behaupten. Auch wenn das Headquarter in Rom ist, es ist halt nicht so wie Realität, ne? Man kennt sich halt, es ist. Das war die Heimatstadt, aber man kennt sich nicht aus. Da ist noch ein Stück, ne? Wir fahren dann wieder auf die A1 und dann ist dann irgendwann die Möglichkeit zu schlafen. Kann man jetzt leider nichts mehr machen. Wir müssen erstmal auf die E35 A1 nach Neapel. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Es dauert noch ein bisschen. Wir sind immer schon auf A1. Wenn wir den Telepass noch mit. Auch wieder knapper als gewollt. Ja, dauert noch ein bisschen. Schön wieder mit dem Güterzug. Die Gondeln. Start, lass doch gleich kommen. Nach dieser Ausfahrt. Da ist es auch schon ausgeschildert. Halber Tank. Vielleicht reicht das mit dem Tank auch so lange, dass wir das erst in der nächsten Folge machen muss. Dass die nächste Fahrt erst wieder getankt werden muss. Falls ich überhaupt wieder die Möglichkeit habe, hier einfach mich aufs Ohr zu hauen, ne? Wahrscheinlich ja weniger. Route neu berechnen. Na doch, es sieht doch aus, als ob wir hier mehr Platz haben. Wunderbar. Besser als in Österreich. Ich nehme alles zurück. Dann können wir jetzt wieder weiterfahren. Die restlichen 140 Kilometer, da muss ich auch nicht mehr tanken. Können wir jetzt auch durchballern zu T-Logistiker.
Und damit ich die Fahrt auch so möglichst schnell vergesse wieder. Will ich auch direkt gleich bearbeiten und das Rennen schicken. Ah, komm, noch eine Mutter fehlt von 5, bevor wir bei 80 sind. Da haben wir bei jedem zweiten Gang eine gehabt. Ungefähr. Schon wieder so müde sei. Entweder kann man einfach keine Luft rein die ganze Zeit oder die Luft ist nur zu bad, um irgendwie reinzukommen. Oder was weiß ich. Ich muss mich jetzt. Muss mich jetzt irgendwo hinhalten? Nee, ich glaube nicht. Nur eine Ausfahrt. Gibt nur einen Weg für mich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. An. Vor allem ist die Wehrgeschwindigkeit. Mal schauen, wo es in der nächsten Fahrt geht. Kann sein, dass es auch Richtung Balkan geht. Ein bisschen Fähre oder so. Also die Sizilien wäre auch möglich. Ich bin mal gespannt. Ist wieder alles drin, aber das werden wir dann. Weiß ich nicht. Nächste Woche halt sehen.
Da sehen wir schon unsere Abladestelle auf dem Navigationssystem. Auch wenn ich das Ski verschluckt habe, ich meinte Navi. Breite. Ach, wird schon mal bezahlt, er meint. Ich habe mich hier noch blitzen sehen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Weil sie geblitzt werden sehen. Werkstatt in der Nähe, glaube ich schon. Ne? Ja, wobei nicht unbedingt. Natürlich genau jetzt aufzuregen. Ich würde halt gerne ohne mörderfähige Funktionen weiterfahren. Im nächsten Video. Okay, ja. Links abbiegen. Bei dem Volvo kann der Körper uns reparieren lassen. Eventuell sogar schlafen, auch wenn es nicht sieht, aber ich glaube jetzt gerade mal eher weniger. Wir sind heile angekommen. Na klar. War jetzt auch nicht smart, ich hätte doch ein bisschen mehr ausholen sollen. Ich bin jetzt hier gleich rauskommen. Was ist das denn jetzt? Ich komme doch gleich nicht mal weg. Klar komme ich weg, aber. Und auch nicht. Jetzt konnte ich wieder wegkommen. Dann laden wir mal das gute Stück ab, ne? Und kassieren die paar Kröten, die wir noch bekommen. Die wir dann gleich wieder ausgeben werden. Upp, annehmen wir Asphaltfräse AM0880 von Nürnberg nach Napoli geliefert. Gefahrenstärke 1507 Kilometer. Boah, noch so viel Kohle weg. Knappe Fahrzeit von knapp 2 Stunden. Verbrauchter Kraftstoff knapp 1000 Liter. Erledigter Wirtschaftsauftrag in ETS2. Das war der 197. Es gab nur noch 41.000 dafür und 1564 Erfahrungspunkte.
Super. Wollen wir hier raus, wa? Ich glaube, ich kann mich dort nicht schlafen. Wir hatten das gelbe Problem ja auch in Nürnberg. Von da bezweifle ich, dass ich jetzt beim Wolverhampton schlafen kann. Ich habe es knallen gehört. Bin ich ehrlich, ich hab's keinen gehört. Und nee, ich glaube, hier kann ich nicht schlafen. Okay, 41 Grad haben wir bekommen. Ja, lass nicht drüber reden. Den Truck werden wir nie im Leben restaurieren. Okay, wir haben den besten Motor drin, wir haben auch dementsprechend das beste Getriebe fast drin. Wir könnten halt noch ein bisschen mehr aus Schwergut gehen und so, ne? Ein bisschen Wendigkeit und Steigung und so. Aber halt nicht jetzt und so. Oh Mann. Und da sind wir wieder näher an den 100.000 als an den 200.000. Flitzen wir nochmal eben dahin. Biege nach rechts ab. Flitzen, meine ich, jetzt in diesem Fall wirklich flitzen. Eine gute Aufregung, einfach mal Spaß haben, jetzt mal schauen. Von hier aus. Ja. Minimal. Ljubljana wäre doch so wieder interessant, aber gut, die Yacht, ja. Nach Venedig. Schauen wir mal, wie das dann nächste Woche aussieht mit den Aufträgen. Demnächst rechts abbiegen. Vielleicht sollte ich hier irgendwie, wenn wir 200 km/h haben, LKW holen und dann Fahrer wieder einstellen. Ist auf diesem Profil vielleicht doch nicht verkehrt.
Ich piep mir der Luftdruck wieder einen vor. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Können wir den Schlag zumindest irgendwann auch mal reparieren? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich glaube, ich mache das sogar. Wenn wir über 200 km/h sind. Demnächst rechts abbiegen. Nach rechts. Klingt nicht verkehrt, würde ich sagen. Also dann 200 Videos. Biege nach links ab. Das war eine schöne Fahrt. Ja. Also mal so, na gut, wir sind kein LKW, kein Anhänger drauf, deswegen können wir uns hier entstellen. Ja, ne, dann würde ich sagen, vergesst mal die Fahrt. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, hoffentlich mit ein bisschen weniger Problemen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.